ich habe diese Woche ein Experiment gemacht und es geht um meine Haut. Ich wollte schon immer ein Maskenvideo machen, aber ich wusste immer nie, es ist super schwer halt so Sachen zu zeigen, wie sie wirken und so weiter. Aber jetzt hatte ich einfach eine gute Gelegenheit, denn meine Haut hat ja noch nie so schlimm für meine Fälle, das ist natürlich alles super, super subjektiv, noch nie so schlimm ausgesehen. Ich habe das schon, oder ich sage das auch im Video, ich glaube, es war eine Kombi aus sehr schlechter Ernährung, auch das passiert mal bei mir. Dann Beo, der mir sehr viel hier im Gesicht rumgeleckt hat, was ich jetzt halt auch nicht mehr zulasse, meiner Periode. Und ich habe mich wirklich sehr, sehr unwohl gefühlt und das habe ich noch nie gemacht. Also ihr wisst, ich zeige mich immer ohne Make-up, ich habe damit gar kein Problem. Aber ja, es war irgendwie super komisch und ich dachte mir, hey, warum mache ich da kein Video draus? Also habe ich jetzt 7 Tage lang jeden Tag mit euch eine Maske gemacht, euch so ein bisschen was erzählt, warum ich die gerne mag, wofür die ist und habe halt probiert, meine Haut von so, das ist Tag 1, da hatte ich nämlich nur so ein kleines Video für mich selbst irgendwie gemacht, wie ich das quasi von diesem Zustand zu diesem Zustand, ich zeige es euch natürlich auch ohne Make-up, wie ich das geschafft habe. Disclaimer, und das muss ich ganz, ganz klar sagen, das ist natürlich ein Experiment gewesen. Ich verwende wirklich ganz wenig Hautpflege nur noch, oft nur ein Öl oder ein Serum oder was auch immer. Das war jetzt einfach ein Zusammenspiel aus ganz vielen Dingen, die meine Haut da so zum Explodieren gebracht hat. Und es war eine Ausnahmesituation für mich, weswegen ich das gemacht habe. Aber man sieht halt, dass dieser Effekt von Multimasking halt funktioniert, wenn man die richtigen Produkte verwendet. Bedenkt das auf jeden Fall, macht Make-up-freie Tage, benutzt gar nichts auf der Haut, lasst die Haut einfach mal ruhen. Mega, mega wichtig. Aber in diesem Video haben wir es halt komplett anders gemacht. Ich hoffe sehr, dass euch das Video gefällt. Und dann würde ich sagen, Tag 1 habt ihr jetzt gesehen. Gehen wir in die nächste Phase, in der meine Haut gefühlt noch schlechter wurde. Ihr werdet mich diese Woche also in einer Schönheit sehen, wie es noch nie in all diesen Jahren auf YouTube gegeben hat. Heute sah meine Haut nicht besser aus als gestern. Ich muss wirklich sagen, zum ersten Mal seit Jahren habe ich mich wirklich so ein bisschen geschämt. Aber es sah wirklich schlimm aus. Also hier unten hat es sich halt einfach jetzt angefangen, so ein bisschen zu krusten, was ja gut ist, weil es dann mehr oder weniger ein bisschen verheilt. Aber ich habe halt trotzdem noch super viel Textur auf der Haut. Gerade wenn ihr mit Textur auf der Haut zu kämpfen habt, die ist wirklich super. Zwar ist die von Origins, die ja, Retexturizing Mask. Ich zeige euch das dann gleich, wenn es fertig ist. Ich werde mich jetzt wieder an meinen Computer setzen und euch dann zeigen, sobald es runtergeht. Und dann muss ich auf jeden Fall meiner Haut Feuchtigkeit zurückgeben, weil auch gerade gestern die Säuren, die ich benutzt habe, das war schon echt hart für die Haut. Sprich, ich brauche Feuchtigkeit und da ist die super. Ich rede schon seit Jahren über die British Rose Reihe und zwar ist das die Fresh Plumping Mask. Da sind Rosenblätter drin. Zeige ich euch, sobald ich sie aufgetragen habe. Und dann hoffe ich, dass ich da noch ein bisschen mehr an der Textur der Haut arbeiten konnte und gleichzeitig ihr wieder Feuchtigkeit zurückgeben konnte. Genau. So, halbe Stunde später sieht man hier ganz gut, es ist alles getrocknet. Ich benutze ja immer, und ich kann es immer nur wieder betonen, wie wichtig das ist, einen frischen Waschlappen oder Handtuch oder Musselintuch oder Musselintuch zu benutzen. Ich verlinke euch diese Waschlappen. Ich finde, das sind wirklich für mich die besten. Ich habe sie seit Jahren. Einmal benutzen, ab in die Wäsche. Und ihr sammelt halt einfach keine Bakterien auf eurem Gesicht, wenn ihr im Vergleich solche Sachen mehrmals benutzen solltet. Also ist ein großer Hautpflegetipp allgemein, Sachen nur einmal zu benutzen. So, ich nehme es jetzt mal ab. Ja, ich fühle mich gut an. Hier unten ist jetzt halt, und das habe ich jetzt auch nur so abgetupft, weil es sieht jetzt halt doof aus, weil es sich halt gestern schon gekrustet hat. Denn die Haut heilt und darunter bildet sich neue Haut und die ist dann im Grunde viel besser, weil die dann einfach sehr glatt und neu und jung und frisch ist. Sprich, das muss man jetzt einfach aushalten. Nichtsdestotrotz muss man seine aktuelle Haut auch pflegen. Und jetzt brauche ich halt, wie gesagt, Feuchtigkeit. Und das mache ich hiermit. Und vor allem kühlt die halt auch die Haut so richtig schön. Warte. So, aufgetragen, was ich ganz wichtig finde, was ich sagen muss, das ist jetzt meine Hautpflege, ne? Es wird sowieso solche Kommentare geben, aber
Ich trage jetzt nicht noch Serum, Augencreme, Face Oil, jenes und welches, sondern ich lasse meine Haut die restliche Zeit einfach atmen. Also das ist die Hautpflege, die Masken, ein, zwei Masken und das war's. Den Rest des Tages im besten Fall gar kein Make-up tragen. Ist natürlich jetzt aktuell ganz gut in Zeiten der Selbstisolation. Und das war's. Also nur um das nochmal ganz klarzustellen. Lasse auch nochmal ungefähr eine halbe Stunde drauf, nehme es dann ab und fertig. Ungefähr dreiviertel Stunde später, ich habe noch kurz telefoniert. Ich teste übrigens auch gerade, aber die ist ganz neu, deswegen habe ich da noch keine Meinung zu. Das sind diese Eyepatches, aber die teste ich jetzt auch mal und berichte dann. Und jetzt habe ich hier heißen Waschlappen wieder und nehme das Ganze ab. Und lasst doch einfach mal einen heißen Waschlappen auf eurer Haut liegen. Es öffnet so schön die Poren. Ist jetzt super schwierig für euch wahrscheinlich zu sehen, aber meine Haut ist jetzt schon hier super weich und hat weniger Textur, sprich sie ist glatter. Hier haben wir halt weiterhin noch unsere Problemzone. Also Tag 2 beendet. Guter Dinge, dass wir am Ende der Woche besser aussehen. Und dann sehen wir uns morgen. Ich habe gerade Sport gemacht und was für meine Arme trainiert und merke, dass ich jetzt schon am Zittern bin. Also vielleicht muss ich euch gleich kurz abstellen. Okay, für den Moment ist es so gut. Ich habe gestern nicht ausgesetzt, sondern ich habe gestern meine Haut einfach komplett ruhen lassen und gar nichts gemacht. Denn es muss hier einfach abheilen und auch all diese ganzen, ja, kleinen Risse, die es halt so in der Haut gibt, wenn sie halt extrem beansprucht ist, die müssen halt auch einfach mal ein bisschen runterkommen. Und deswegen habe ich nur abends, und ich kann euch das wirklich empfehlen, Vitamin C Produkte zu benutzen. Gerade wenn ihr zum Beispiel die Kollagenproduktion wieder anregen möchtet, wenn euch Sachen quasi verheilen sollen, also Aknenarben oder einfach nur so, was ich jetzt zum Beispiel gerade habe, da ist Vitamin C halt einfach super. Glättet auch die Haut, auch gerade so bei Fältchen ums Auge herum und so weiter. Also Vitamin C in der Hautpflege ist einfach richtig gut. Und da kann ich euch auch zum Beispiel die Sachen, klar, von Pixi sehr empfehlen. Und ich habe gestern damit meine Haut gereinigt mit dem Cleanser und dann einfach das Tonic mit einem wiederverwertbaren Wattepädchen. Wattepädchen? Ja, Wattepad benutzt. Und das war's. Jetzt habe ich, wie gesagt, gerade Sport gemacht und möchte meine Haut so ein bisschen beruhigen, weil auch gerade, wenn ich halt viel schwitze, öffnen sich die Poren und ich habe halt einfach gerade sehr beanspruchte Haut. Deswegen nehme ich die Body Shop Instant Soothing Mask. Ihr wisst, diese im Glastiegelchen vom Body Shop liebe ich so, so doll. Und hier ist Hafer drin. Und das gebe ich jetzt wie immer mit meinem Pinsel auf die Haut. Und eventuell, wo ist er denn? Mache ich nachher noch eine Maske. Aber jetzt muss ich erstmal ein bisschen was arbeiten. Vielleicht heute Abend. Wir haben uns gestern nicht mehr gesehen. Ich habe nämlich dann die Maske runtergenommen, die Haut in Ruhe gelassen. Und eine Sache zeige ich euch gleich noch, die ich gemacht habe. Und jetzt heute den ganzen Tag habe ich auch nichts drauf gehabt. Und man sieht, ich denke, einen großen Fortschritt. Wir haben Abheilungen. Die Wirkstoffkosmetik, also Produkte, die wirklich Wirkstoffe in sich haben, damit da was passiert, nicht einfach so physische Peelings oder so sind, weil die bringen einfach per se nichts, außer einen kurzzeitigen Soforteffekt. Die haben jetzt ihre Wirkung gezeigt. Es geht bergauf. Ich könnte nicht glücklicher sein. Und jetzt zeige ich euch noch, womit ich morgens quasi nach der Dusche noch einmal mein Gesicht gereinigt habe. Das ist auch ein riesengroßer Tipp von mir, wenn ihr euer Hautbild langfristig verbessern wollt. Dass ich ein großer Fan von Säure bin, habt ihr jetzt, glaube ich, mitbekommen. Erzielt aber meiner Meinung nach einfach die besten Ergebnisse und diese drei liebe ich hier. Einmal die Toning Solution von The Ordinary. Alles auch sehr erschwinglich. Dann der Skincilios Get the Glow Toner, auch mit Glykolsäure. Und von Paula's Choice das 2% BHA Liquid Exfoliant. Ich habe zu solchen Produkten auch ein Video. Wenn ihr gar nicht wisst, warum, wieso, weshalb, wie das wirkt, verlinke ich euch das hier. Schaut euch das auf jeden Fall an, da gehe ich ins Detail. Dafür nehme ich ein wiederverwendbares Wattepad, gibt es bei Naturalu zum Beispiel. Das sind drei alles meine absoluten heiligen Gral-Produkte, also sucht doch eins aus, die sind alle großartig. Und damit gehe ich mir einmal übers Gesicht. Also an Tagen, an denen ich jetzt kein Make-up getragen habe, habe ich das morgens gemacht, sonst mache ich das abends. Und immer wichtig bei Säure, SPF tragen.
Da kann ich euch zum Beispiel den Kula Mineral Primer empfehlen. Den trage ich zum Beispiel immer. Ist tierversuchsfrei, macht auch gleichzeitig schon einen sehr schönen ebenmäßigen Teint und man bekommt davon keinen Ausschlag. Und das hat auch auf jeden Fall mir geholfen, meine Haut die letzten Tage in den Griff zu bekommen. Das immer einmal am Tag zu machen und dann in die Wäsche, weil Bakterien wollen wir nicht auf der Haut haben. Genau, ihr seht, ich habe gute Laune, weil es langsam was wird. Deswegen würde ich sagen, sehen wir uns morgen. Weiterer Tag, weitere Wundermaske, die habe ich jetzt schon so eine Dreiviertelstunde einwirken lassen. Und zwar das Enzympeeling. Allgemein auch eine ultra Empfehlung. Das hier ist von V, das Shiny Pumpkin Peel. Das ist ein Enzympeeling mit 51% Kürbisextrakt und das hilft einfach extrem bei der Regeneration der Haut. Sprich, gerade wenn ihr wirklich eure Haut einmal quasi erneuern müsst und das Produkt in die tiefen Hautschichten einwirken muss, damit sie sich von alleine erneuert, ist es wirklich ein absoluter Wahnsinn. Ich nehme die jetzt mal runter, dann könnt ihr mal sehen, wie meine Haut aussieht. Die sich nämlich so verbessert. Und dann machen wir noch ein bisschen was für Illumination und Glow. So, ich muss die Brille wieder aufsetzen, weil ich sonst einfach nichts sehe. Und zwar seht ihr, dass jetzt einfach nur die Maske abgenommen. Ich habe nichts auf der Haut. Und es verheilt. Der Teint ist noch nicht komplett ebenmäßig, aber sonst würde ich sagen, haben wir schon massive Fortschritte gemacht. Gerade um auch Unebenheiten quasi auszutrocknen und um einen glatten Teint zu bekommen, kann ich immer nur wieder sagen, diese Origins Spot Remover Drops trocknen zwar auch die Haut drumherum aus, aber glätten sie innerhalb von 1-2 Tagen enorm. Also gerade hier unten war das ja alles total hügelig. Ist damit weggegangen. Wenn ihr euch mit dem Thema Mesemasken noch nicht auseinandergesetzt habt, macht es mal. Filorga hat auch eine richtig gute, ich mag die extrem gerne. Das ist die Smoothing Radiance Mask und die trage ich jetzt quasi so wie die letzten Tage auch immer. Nach der Härte muss die Haut auch wieder mit Feuchtigkeit versorgt werden. Es muss alles wieder aufgefüllt werden und sie braucht ein bisschen Beruhigung und wir wollen sie ja auch glatt bekommen und genau das macht diese Maske. Und das Ergebnis dieser Maske zeige ich euch morgen früh, denn dann seht ihr, wie die Haut quasi über Nacht nochmal zurückgekommen ist und wie sie sich wirklich entwickelt hat. Tag 7. Guten Morgen. Die Sonne scheint. Ich dachte, ich stelle mich ins pralle Sonnenlicht, damit ihr jede einzelne Pore in meinem Gesicht sehen könnt. So sehe ich jetzt nach dem Facial, was ich mir gestern gegeben habe, aus. Ich habe jetzt geduscht und mir einen Tropfen Gesichtsöl ins Gesicht gemacht, weil ich sonst gerade hier so um die Augen extrem trocken bin und das war's. Ich gehe auch gleich nochmal aus dem Sonnenlicht raus. Hier muss auf jeden Fall noch was verheilen. Das braucht jetzt noch ein paar Tage, da sollte es dann auch quasi, die Rötung sollte dann weggegangen sein. Ich bin aber total happy damit, dass ich alle Unebenheiten eliminieren konnte. Also ich finde es schon sehr, sehr spannend, was so 7 Tage machen können, wenn man da mal wirklich eine extreme Hautsituation hat. Wie gesagt, bei mir war das Beo, der plötzlich in meinem Leben war und mein Gesicht abgeleckt hat, war meine Haut, glaube ich, einfach nicht gewohnt offensichtlich. Schlechte Ernährung ist wirklich ein riesengroßer Faktor, ich kann es immer nur wieder betonen. Und dass ich meine Periode bekommen habe. Diese 3 Dinge waren eine ganz schlechte Kombi für meine Haut. Umso glücklicher bin ich, dass ich jetzt so mich eigentlich wieder ganz gut finde. So, jetzt gehe ich mal aus der Sonne raus. Hallo, Poren. Ich fand es jetzt sehr spannend, mal so extrem 7 Tage Skincare durchzuziehen. Ich will nur wieder betonen, wenn ich irgendeinen Kommentar lese, dann flippe ich. Das ist natürlich nichts, was man jede Woche tun sollte. Ich habe diese Woche wirklich, glaube ich, ein einziges Mal Make-up getragen. Man soll seiner Haut immer Ruhe geben, gar keine Produkte verwenden, viel an der frischen Luft sein, Sonnenstrahlen, wenn möglich, etc. Es ist, glaube ich, jedem bewusst, es war ein Experiment, was man machen kann in 7 Tagen von der Ausgangssituation, die ich hatte. Ich hoffe, das war interessant für euch. Ich möchte auf jeden Fall nochmal ein Video machen zu Hautpflege, die ich 100% selber 100% natürlich herstelle. Ich habe schon mit einem Gesichtswasser angefangen. Ich möchte das aber erstmal wirklich komplett testen, um euch dann Sachen zu empfehlen. Wenn euch diese Thematik interessiert, schreibt es mir. Dann probiere ich da noch mehr Produkte aus und dann gibt es da ein Video. Kommentiert ganz fleißig, ich bin total auf euer Feedback gespannt. Gebt dem Video einen Daumen nach oben.
abonniert den Kanal. Und dann hoffe ich sehr, dass euch das gefallen hat. Und dann sehen wir uns in meinem nächsten Video wieder. Danke für eure Zeit und bis dann.